So, und damit herzlich willkommen vom Kommentatorenplatz zum MV-Ligaspiel der Frauen des SV Kriebitz gegen die SV Pädagogik Rostock. Ein Spiel des Aufsteigers aus diesem Jahr gegen den Aufsteiger aus dem letzten Jahr. Wir haben, denke ich, eine gut durchschnittliche MV-Liga-Partie heute zu erwarten. Wobei es für beide Mannschaften nicht mehr um allzu viel geht, weil absteigen geht für beide nicht mehr. Aufsteigen auch nicht. Aber Pädagogik fängt gut an mit dem 1-0. Regine Lange. So kann man ein Spiel beginnen. So ist man früh drin in der Partie. Mental immer gut, mental im Handball ja ein großer, großer Faktor. Vertraue, da machen sie schön zwischen. Und der Ball für Pädagogik Rostock nach dem Wurf von Sophie Ehlers. Ja, Stefanie Sitarek, die sich da festläuft an der Kriebitzer Abwehr. Und ein bisschen Gewühl bei Besitz Kriebitz. Kerstin Schümann, die Mannschaftsführerin auf Seiten von Pädagogik. Und Pädagogik nimmt Sophie Ehlers direkt aus dem Spiel. Sie orientiert sich an den Kreis. Sicherlich nicht die schlechteste Idee. Aber Rika Adam, Mannschaftsführerin Grebet, die kann auch aus dem Rückraum werfen. Ja, das war ein bisschen einfach von Anna Gahr. Dann gehen sie Ehlers früh an. Möglichkeit, jetzt passives Spiel angezeigt. Und dann eigentlich schlecht verteidigt, macht den Weg auf für Adam. Sie kann ihn aber nicht nutzen. Und Biermann mit der ersten Parade. Theresa Kuschinski bleibt da liegen. Und da steht sie wieder. Die gute Theresa, genannt Resi mit dem Traktor. Die Information haben wir nicht ausschließlich von Trainer Roberto Wolf. Technischer Fehler, Doppeldribbling. Ja, schön gespielt, Adam. Und Biermann wieder mit der Hand am Ball. Fehlte mir aber auch ein bisschen der Schwung im Wurf von Adam. Pädagogik macht das gut. Übertreten. Viktoria Liebknecht mit ihrem ersten Wurf.
scheitern am Pfosten und ich habe Katja Ex im Tor. Und Adam scheitert erneut. Diesmal am Pfosten. Pädagogik bleibt im Ballbesitz. Die Abwehr von Krivitz ist mir noch nicht wach genug. Das ist noch ein bisschen im Heimschlaf. Rostock hier definitiv wach an der Sporthalle Neustadt. Adam mit Schwung, da fehlt dir das Kreuz. Und jetzt gibt es 7 Meter, zurecht. Für Theresia Krusinski. Und Kadi Rehberg kommt zum 7 Meter und so. Damit die Chance zum Ausgleich zum 1:1 für den SV Krivitz. Und auch sie scheitert an Biermann. Ja, das wird Trainer Roberto Wolf einige Kopfschmerzen bereiten. Torhüterin sehr gut drin im Spiel. Schön. Ein paar einfaches Spiel, einfach gestoßen. Außen ist frei. Ballverlust. Die Mitspielerin nicht schnell genug reagiert. Von Pädagogik Rostock, das war eigentlich eine gute Chance, hier das 2:0 zu machen. Jetzt müssen sie oder dürfen sie neu aufbauen. Ich bin schon unterwegs. Und der nächste Wurfversuch von Sigdarek Stefanie in dem Fall. Ihre Schwester Jasmin ebenfalls mit auf dem Feld von der Außenposition. Links außen und rechts außen. Schrittfehler von Regine Lange, der einzigen Torschützin bisher im Spiel. Ich möchte nach 5,5 Minuten noch stark hoffen, dass sich da noch ein paar anschließen heute im Spiel. An sich gute Idee, von Adam den Pass auf Elas zu suchen. Aber es ist auch sehr gut zugestellt von Pädagogik. Und jetzt wird wieder Adam hochsteigen. Sucht den Pass. Zu wenig Zug. Die Idee deutlich zu sehen, das Kreisanspiel und wieder hat Pädagogik Rostock gut verteidigt. Und auch der Ball kein Problem und der Konter läuft. Nicht gepfiffen den Einsatz von Diana Brusch. Und schon wieder läuft der Konter für Pädagogik. Und diesmal erfolgreich abgeschlossen zum 2:0 durch Regine Lange. Ihr zweiter Treffer in diesem Spiel. Sehr konfuses Spiel. Und wir haben eben Roberto Wolf unter uns gehört. Sie sollen was ansagen. Das ist wahlloses in die Abwehr rennen. Das werden wir uns nachher nochmal von ihm erklären lassen, denke ich. Wieder Ballverlust. Elas ist zurück. Es gibt Freiwurf. Für Krivitz hat sie gut gelöst. Tara, guter Block von ihr. Und dann wollte sie 7 Meter, bekommt die nicht gegen Adam.
Und Kriebitz mal mit dem Tempo Gegenstoß. Adam scheitert an Biermann. Macht eigentlich alles richtig. Nimmt sich durch, hat den Zug. Aber Julia Biermann, bisher die Spielerin des Spiels. Und das Tor von Pädagogik, da setzt sich Sitara gut durch, ist schwer zu halten. Und nach 8,5 Minuten reibt man sich ein wenig verwundert die Augen hier in Kriebitz. Es steht 0-3. Kriebitz tut sich sehr schwer damit, dass Pädagogik Ehlers in die Manndeckung nimmt. Und jetzt 7 Meter, wieder von Adam rausgeholt. Und es gibt noch die gelbe Karte gegen Stefanie Sitarek. Und jetzt kommt Katharina Kröger, genannt Uschi, zum 7 Meter. Und sie trifft. Der erste Treffer von den SV Kriebitz per 7 Meter. Ja, wenn es nicht anders geht, dann so. Sonderapplaus vom Sohnemann, der sitzt hier direkt hinter uns. Mit Ehemann Guido. Ah, wenn sie den besser aufnehmen kann, der macht ihn doch noch. Das Torregel geht eine lange. Dritter Treffer 1-4. Aber vielleicht ist der Knoten jetzt geplatzt. Nach dem 7 Meter für Kriebitz. Also auch wie den Trainer ist es wieder etwas angesagt. Ja, es ist eine nette Idee von der Auslöserhandlung, aber es ist viel zu wenig Schwung in dieser Bewegung. Und deswegen keine Schwierigkeiten für Pädagogik, das zu verteidigen. Und Adam scheitert erneut an Biermann. Halb hoch. Damit ist sie heute nicht zu bezwingen. Und der Gar kann den Ball auch nur abfangen. Ja, und so einfach kann es gehen. Katharina Drobeck mit dem Treffer, mit viel mehr Zug, und ich frage mich, ob da nicht eine Auszeit angebracht wäre für den SV Kriebitz. Oh, das war klasse gespielt, so viel Elert. Mit Zug, mit Schwung, mit dem Tor. Ja, wenn es denn mit so einem einfachen Doppelpass geht, dann kann man so auch ins Spiel kommen. 2-5. Und wieder steigt da jemand hoch, diesmal Kerstin Schümann. 2-6. Und jetzt kommt Kriebitz mit Schwung, natürlich die Möglichkeit, mit der Mannschaft zu spielen, der Manndeckung aus dem Weg zu gehen, gleich mit Schwung zu kommen. Und Adam Ehler, es funktioniert das gut. Und der Pädagogik täte gut daran, Ehlers weiter in Manndeckung zu lassen, weil sie bringt sehr, sehr viel Schwung ins Spiel. Ähnlich wie Adam auf anderen Seite, aber Adam hat heute nicht das Wurfglück. Zumindest nicht bisher. Aber man hat da wieder umgestellt. Ja, da wollte ihr das zu viel, wo sie jetzt schon mal den Raum hat. Klasse gespielt von Stefanie Sitarek.
nach außen, trotz der Bedrängung von Adam, die da früh rausgeht. Und die Mannschaftsführerin von Krewitz schreit ihre Abwehr da auch zusammen. Ein bisschen aufwachen. Auch da wieder früh angegangen, den halben. Sitara und Ballbesitz Krewitz. Und da ist die angesprochene Auszeit genommen von Roberto Wolf. Er ist direkt unter uns und wir versuchen mal ein wenig reinzuhören. Also das ist eine der ungewöhnlichsten Auszeiten, die ich je gesehen habe bei meinem Handballspiel. Der Trainer, der eigentlich nichts sagt, außer sammelt euch, habt Spaß am Handball. Es steht 2-6, das müssen wir nochmal dazu sagen. Zeigt einerseits Vertrauen in die eigene Mannschaft, andererseits ein wenig Ratlosigkeit. Wir werden es beobachten im Laufe der ersten Hälfte. Technische Anweisung nochmal an Sophie Ehlers bei erneuter Manndeckung. Soll sie den Weg nach außen suchen und damit eine 6-0-Deckung provozieren. Genau das passiert. Und wir haben Wechsel erlebt. Kadi Rehberg mit dem Wurf, unvorbereitet. Nicht gut, zu einfach. In Freiburg, das war das Beste, was Pädagogik da eben aus der Situation noch rausholen konnte. Und die Krivitz ist schnell zurückgeeilt. Und jetzt Stürmerfoul entschieden. Und Ehlers mit Schwung ist oben. Pfosten. Ja, aber den Wurf muss sie sich nehmen. Auch wenn es nicht immer funktionieren kann. Die Anlage sieht doch schon etwas besser auf. Resi. Also runter und Kadri Rehberg dafür jetzt. Und dann sehen es auch als ein 5-1. Wollen die Mitte stellen, den Aufbau. Pädagogik. Das ging auch zu einfach und es ging vor allen Dingen immer über die Mitte. Das dürfte jetzt schwieriger werden. Guter Block. Konterlauf. Und sanft unterbrochen von Sarah Reschka. Nein. Ja. Rehberg unsanft gefallen, aber das war eine ganz normale Spielsituation. Unglücklich gefallen. Ehlers. Der Pass. Adam richtig und ein bisschen gewurschtelt, aber das Tor für den SV Krewitz. Christine Lettmann. Drittes Tor, dritte Torschützin. Und Rehberg dran mit der Hand, das ist genau das, was Roberto Wolf da erreichen wollte. Ehlers mit Schwung bekommt den Freiwurf nicht. Und das war überlegen gespielt. Regine Lange mit Treffer Nummer 4. Da haben sich die Krivitzer etwas verwundert, dass Ehlers keinen Freiwurf bekam. Und Regine Lange hat sich nicht aufhalten lassen und läuft den Konter erfolgreich zu Ende mit dem Heber am Ende. Yeah.
Oh, jetzt mal mit ein bisschen mehr Schwung. Und da gibt es den 7 Meter für Rehberg. Und eine gelbe Karte gegen Katharina Drobeck. Und Kröger zum 7 Meter. Und auch sie muss diesmal Julia Biermann den Vorzug überlassen. Dritter 7 Meter Eintreffer. Eine Bilanz, die kein Trainer gerne sieht. Oh, der Ball ist weg von Ada am Fuß. Und da konnte. Und Katja Ex mit der Hand am Ball. Zum ersten Mal hat ihr ein bisschen wehgetan, aber es wird trotzdem gut tun. Das war ein ganz wichtiger Ball. Rehberg jetzt. Kriebitz hat viel zu selten Schwung in seinen Angriffen. Nur wenn sie aus der eigenen Hälfte kommen, kommen sie mit Dampf. Jetzt wollen sie mal anziehen. Ja, da ist alles frei und Biermann wieder mit dem Fuß am Ball. Und dann konnte er perfekt ausgespielt, abgeschlossen von Viktoria Liebknecht. 3-8. Ich meine, es war einmal gut gespielt, auch nicht mit wirklich Zug, aber es tat sich eine Riesenlücke auf in der Pädagogikabwehr. Und da muss Adam eigentlich schon selber werfen. Der passt dann auch nicht schlecht auf den Kreis von Martina Pristin. Aber der Ball muss dann natürlich auch rein. Sonst holt man den Rückstand nicht auf. Wieder kein Schwung dabei. Schüttelt ein bisschen resignierend den Kopf schon. Sarah Reschka. Nicht gerade nicht die Spielerin, die dem Spiel Impulse geben kann. Idee nicht schlecht von Sophie Ehlers außen rauf auf Reschka. Aber auch das klappt heute nicht. Und da sieht man vielleicht auch, dass die eine befreite Mannschaft, für die es um nichts mehr geht, doch meist die beste ist. Die Vorgabe für dieses Spiel von Pädagogik Rostock war, sich nicht zu verletzen heute. Das ist grundsätzlich erstmal eine gute Maßnahme. Und wir hoffen, dass das auch für Kerstin Schümann gleich gilt. Ein bisschen unsanft gefallen. Ja, auf den Kopf, das ist nie gut. Mit ein bisschen Eis soll das gleich wieder besser sein. Ja, hat sich wehgetan. Geht jetzt auch runter. Nicht, weil sie will, sondern weil der Trainer das so sagt. Und das ist auch richtig, sollte er auch tun. Dafür ist der Training, sollte ein bisschen das Heißblut seiner Spielerin kühlen. Ein Sportler neigt doch dazu, sich gerade im Verletzungsfall selber zu schaden und dann weiterzumachen, wenn man nicht weitermachen sollte. Und 5 Minuten Pause werden ihr mit sehr gut tun. Guter Block von Ehlers. Jetzt! Ruhig abspielen! Ja. So unsanft gespielt. Nicht gut gespielt. Jetzt gibt es die dritte gelbe Karte. Gegen Pädagogik. Regine Lange. Gelbe Karte auf der anderen Seite gab es für Sophie Ehlers und Kröger kommt jetzt ins Spiel für Detmann. Schauen, ob sie auf der Halbposition was bewegen kann. Wenn sie ein bisschen mehr Schwung mitbringt.
Ja, hat gut gekracht am Pfosten der Bohr von Rehberg. Also richtig vorbereitet sah der Ball auch nicht aus. Und Kröger holt den Ball und jetzt ist Ehlers mit Schwung und da sitzt. Sophie Ehlers mit Treffer Nummer 2 zum 4:8. Genannt Emize, schnell wie eine Katze ist sie jedenfalls. Und ihre Tore könnte Kriebitz noch etwas öfter gebrauchen und diese Bälle von Kröger noch viel, viel mehr. Jetzt Adam, sie hat den Platz, den muss sie selber nehmen und macht das Tor. Erster Treffer von Rika Adam. 5:8. Und so leicht könnte man in ein Spiel kommen, wenn Kriebitz den Schwung mitnimmt. Eine Auswechslung. In dem Fall Katharina Kröger. Noch der Ball ist weg. Für Pädagogik. Schauen wir mal, wie das beim ruhigen Ball aussieht jetzt. Für Kribitz. Und 7 Meter. Ein Doppelpass. Und Rehberg wieder auf den Beinen. Und 7 Meter Nummer 4 für Kriebitz. Und diesmal darf Mieti, also Sophie Ehlers. Ja. Macht ihr einen dritten Treffer in diesem Spiel. Acht, sechs. Für Pädagogik Rostock. Nur noch. Es war mal 8:3. Und daran sieht man, wie schnell das im Handball gehen kann. Dass so ein 3-Tore-Vorsprung gar nicht so viel ist. Ja, es gibt 7 Meter zurecht. Es war unclever verteidigt von Martina Prestin. Es gibt noch einen Torwartwechsel. Heidi Rehberg kommt für den 7 Meter. Den ersten für Pädagogik Rostock. Und werfen wird Anne Nickel. Hat sich heute noch nicht in die Torschützenliste eintragen dürfen. Jetzt darf sie. 6:9. Oh, klasse Spiel. So hätte Kribitz schon öfter spielen müssen, auch wenn sie jetzt wieder mit dem Pfosten bestraft werden. Genau über diese Stärke muss der SV Kribitz kommen. Jetzt haben sie auch immer öfter eine Hand am Ball in der Abwehrarbeit. Oh, das war gar nichts. Und es gibt Einwurf von der Ecke. Aber auch eine gute Entscheidung von den Schiedsrichtern. Es gibt viele Schiedsrichter, die in diesem Moment sogar 7 Meter pfeifen. Oder zumindest Freiwurf, die angreifende Mannschaft. Aber die springt einfach und lässt den Ball los. Das war gar nichts. Und als der Ball dann so ausrollt, hat Pädagoge Glück bekommen, den Einwurf zugesprochen. Und jetzt passives Spiel angezeigt. Ich wollte es gerade ansprechen. Und dann ein ganz einfacher Ball. Katharina Drobeck. Ohne Vorbereitung, aber sie musste werfen.
Aber Katja Ex kriegt nicht wirklich eine Hand an Ball heute. Bis auf diesen einen Ball. Richtig weitergespielt. Genauso. Und wieder der Pfosten. Also wenn ich die Aluminiumtreffer des Frau Kriebitz heute zähle, werden es glaube ich mehr als die Tore. Und Auszeit genommen jetzt von Roman Winter, dem Trainer von Pädagogik Rostock. Ja, ohne ihn, der ist fast seit ganz Anbeginn dabei bei Pädagogik Rostock. Betreut die Frauen, die Minis. Und Firma ist Pädagogik Rostock im Moment auch nicht. Haben Kooperationen mit anderen Rostocker Vereinen, unter anderem Warnemünde. Und machen quasi einen Jugendfang und bekommen für den Frauenbereich dann entsprechend Spielerinnen, die abfallen. Und er hält das Ganze ein wenig am Leben. Seit den 80er Jahren schon dabei. Und seine Mannschaft, die hat er sehr gut eingestellt. Die hält gut mit gegen die SV Kriebitz. Auch Pädagogik Rostock mit großen Personalsorgen zu kämpfen. Katja Ex jetzt mal mit einem erfolgreichen Ball. Und mal auf Pädagogik zu kommen. Viele Personalprobleme. Das letzte Spiel verloren. Mit 32-39 gegen Wismar 2. 8 Spielerinnen dabei. Mehr war leider nicht. Und wenn dann mal ein, zwei mehr ausfallen, dann macht sich das extrem bemerkbar. Davon wird natürlich auch der SV Kriebitz sein Lied singen können. Haben da Glück, aber wenn so will Elias, Adam und Kröger gleichzeitig ausfallen würden, wäre das schwer zu kompensieren. Auch wenn sie als geschlossene Mannschaft auftreten, und das muss man im SV Kriebitz wahnsinnig zugute halten, werden sie doch von Säulen getragen. Und Kröger mit dem Konter. Ja. Erfolgreich. Ja. 17. Mit der Nummer 6. Und das war abgestanden, so entschieden vom Schiedsrichter. Die haut sie rein. Grüne auf Elas. Gelbe Karte, rote Karte, raus, die Sau. Ja, das war ein Foul, ne? Ja, mal gucken, jetzt gibt es ein Doppelkreuz. Ja, oder vielleicht auch ein einfacher. Und der Handwurf von Kröger. Sah nicht so richtig gut aus. Ja, da haben sie die Idee im Vornherein erahnt. Pädagogik Rostock mit 4 Mann zum Tempo-Gegenstoß. Foul! Da wollen sie fast zu viel spielen. Anne Nickel macht dann den Treffer. Ihren zweiten in diesem Spiel. Katharina Kröger bekommt die zweite gelbe Karte für den SV Kriebitz. Und da ist der Ball drin von Sophie Ehlers. Der passt genau rein ins Eck. 4. Treffer. 8-11. Ja, beim Fangen hat es sich wehgetan. Die gehen eine lange. Ah, hoffen wir, dass das nicht zu doll gewesen ist. Gleich weitergehen kann, aber
Sie geht runter. Also es kann durchaus auch mal eine Kapselverletzung geben. Hoffen wir, dass es nicht so schlimm ist. Aber jetzt. Sandranić. Hat sich bisher auch noch nicht in die Torschützenliste eintragen dürfen. Jetzt hat sie noch 45 Sekunden die Möglichkeit, zumindest in Halbzeit 1. Und da kommt sie zum Wurf und da trägt sie sich ein. Sandranić. 8 zu 12. Aus der Sicht des SV Krebitz. Und wir haben noch 30 Sekunden jetzt in der Halbzeit 1. Nochmal den Abstand auf 3 Tore zu verkürzen. Idee gut, Umsetzung nicht so. Und jetzt. Oh, vergisst du den Ball, Sandranić. Und jetzt haben wir noch 13 Sekunden. Jetzt müssen sie schnell spielen beim SV Krebitz. Oh, Ball abgefangen. Sind sie noch festgemacht? Noch einmal die Möglichkeit zu werfen vielleicht. Gibt es noch die gelbe Karte. Nummer 3 gegen Sarreschka. Jetzt gibt es noch Freiwurf. Den lässt Pädagogik aus. Legen den Ball hin. Und damit Halbzeit. Krebitz gegen Pädagogik Rostock. 8 zu 12. So, und wir sind wieder mit dabei. Zweite Halbzeit SV Krebitz gegen Pädagogik Rostock. Spielstand 8:12. Und ich habe eben noch die Möglichkeit gehabt, kurz mit Roberto zu sprechen. Er hat gesagt, der Mannschaft fehlte so ein bisschen das Vertrauen in sich selbst, die Geschlossenheit. Weil jede Spielerin kann es. Jede Spielerin ist gleichwertig. Und das müssen sie nur zeigen. Und die erste. Die steht bei Krebitz im Tor. Es ist nicht mehr Katja Ex, sondern nein, es ist die Heidi Rehberg. Und die Kadi Rehberg, die holt sich den Ball. Haben wir auch vorher gesehen, Krebitz hat die Abwehr umgestellt. Kadi Rehberg als vorgezogene 5-1, aber es ist eigentlich eine bewegliche 4-2. Da gehe ich gleich nochmal etwas mehr drauf ein. Aber erstmal nehmen wir die 2 Minuten mit. Gegen Stefanie Sitarek. Vorher schon gelb gesehen. Jetzt die erste 2 Minuten im Spiel. Gegen Rika Adam. Ah ja, mit Arbeit tief durch. Und dann geht es weiter für sie. Und sie hat böse weh getan im Spiel. Gegen die zweite Mannschaft vom SV Grün-Weiß Schwerin. Das war glücklicherweise nicht so schlimm, wie es aussah. Und jetzt Sophie Ehlers beim zweiten 7-Meter. Verwandelt. 5. Treffer im Spiel. Und jetzt sehen wir es auch mehr. Das ist ja schon ein direktes 4-2, kein Variables mehr. Vorher Variable, also eine 5-1. Und die Außenspielerin, die Halbaußenspielerin rückt raus, jeweils zur Ballseite. Jetzt haben wir ein direktes 4-2. Und damit hat Pädagogik Rostock schon mal Schwierigkeiten, aber die Passe, Tempo-Gegenschüsse, die passen noch nicht. Ja, aber Krebitz macht das gut. Sie nehmen Pädagogik die Nähe zum Tor. Sie halten sie sehr auf Abstand. Und Pädagogik hat momentan nicht das Mittel, um das aufzubrechen. Da wäre viel Schnelligkeit gefordert, viel Bewegung hinter diesen beiden beweglichen Spitzen. Ja, Nitsch Glück, dass sie den Ball noch bekommt. Ja, weil genau das, der Kreis von Pädagogik Rostock, der ist da gefordert. Elke Jordan. Und jetzt
Oh, hat den Ball. Nee, hat den Ball nicht ins Gesicht bekommen, an die Hand. Beim Wurf von Jasmin Sisarek. Ihre Schwester Stefanie kommt jetzt wieder rauf. Vor 2 Minuten verwarnt und jetzt sich direkt mit einem Fuß eingefügt. Angriff unterbunden. Und Jasmin Sitarek bleibt auf Sophie Ehlers abgestellt. Aber mit Kröger sind sie da beweglich, ja? Kröger ist als zweiter Kreis. Und ein wenig Glück auf Kadi Rehberg. Und sie scheitert dann Julia Biermann. Oh, die Tempo-Gegenstöße, diese einfachen Tore, das will auch bei Pädagogik Rostock nicht so richtig gelingen. Macht sie erstmals auch das Krebitzer Publikum hier bemerkbar. Ja, und Rehberg holt den Freiburg raus am Kreis. Aber man spielt jetzt variabel, die Pässe kommen an. Und jetzt haben wir die Möglichkeit mit Ehlers. Aber Schümann hatte die Hand am Ball, dadurch leichtes Spiel für Biermann. Und Ehlers ist zurück, holt den Ball und leitet ihrerseits den Tempogegenstoß ein. Adam setzt sich durch. Vorher abgepfiffen. Ich nehme an Schritte. Müssen ein bisschen rauskommen, wieder den Schwung aufnehmen. Richtig auf Ehlers gestellt. Versuchte Kreisanspiel. An sich sinnlos. Gegen 2 Kadi Rehberg, da ohne Chance. Aber wenn da 2 Spielerinnen auf Rehberg sind, dann muss irgendwo eine Lücke sein. 7 Meter für Kröger, hat sie sich hart durchgekämpft. So als Beispiel. Ja, na gut, dass du nicht die 6 gesagt hast. Und dann darf zum 7 Meter Nummer 6 erneut Mietze Sophie Ehlers antreten. Sie bleibt sicher. Macht ihren Treffer Nummer 6, den 4. Treffer für Krivitz per 7 Meter. Von 6, die Bilanz hört sich schon deutlich besser an als noch zum Anfang der Partie. Ja, ein Rehberg zum 2. Mal. Erfolgreich im Tor. Sieben Meter für Pädagogik. Ja, dann holt ihn raus. Und Nitsch wird ihn werfen. Der erste war drin. Und der zweite hält Rehberg. Die holt jetzt das Publikum mit und Krivitz mit Schwung, mit Kröger. Adam, Kreisanspiel. Jetzt muss sie weiterspielen auf Kröger und die hat nur den Heber, sie hat keinen Schwung im Ball. Ärgert sie sich. Biermann bleibt der starke Rückhalt für Pädagogik. Schümann, Forsten 7 Meter und 2 Minuten gegen Rehberg. Genauso. Schade, Katie. Er mag sie nicht wahrhaben, aber die Entscheidung korrekt. Und jetzt 7 Meter Nummer 3 für Pädagogik Rostock. Und vorher war es Anne Nickel, das muss ich korrigieren. Und jetzt ist Sandra Nitsch, die trifft per 7 Meter. Ich glaube, ich bin
10-13. Ja, kommt Elas den Ball nicht richtig mit. Ansonsten wäre es genau der richtige Spielzug gewesen von Adam raus. Und da ist die Lücke für Adam und die nutzt sie. 11-13. Und das in Unterzahl. Aber manchmal ist es genau das, was eine Mannschaft braucht. Manchmal ist man mit einem weniger besser als voll. Und dass Jordan da keine 7 Meter bekommt, verwundert mich etwas. Hat sich scheinbar wehgetan. Dann ging ein wenig auf die Hand. Weiter geht's. Für sie. Rostock muss jetzt das Spiel breit machen. Muss Kriebitz auseinanderziehen, weil dann bilden sich Lücken, aber dann muss man den Ball fangen. An den Nickel. Und dass Kriebitz jetzt auf Tempo macht, kann ich nur bedingt verstehen. Aber wenn es so ausgeht, dann dürfen sie es immer machen. So fehlt es. 7. Zweiter Treffer jetzt in Unterzahl. Und jetzt gibt es wieder 7 Meter. Jordan. Das macht Pädagogik natürlich jetzt auch clever. Jordan stark am Kreis. Und Nitsch mit dem 7 Meter. So. Es ist sicher verwandelt. Die Meterbilanz bei Rostock, 4 geworfene, 7 Meter, 3 Treffer. Und sie führen auch noch mit 2 Treffern. Hier in Kriebitz, 14-12. Nee, das geht nicht, warte. Kriegst du was an. Nee, ist doch was an. Und Adam scheitert wieder an Biermann. Auch keine richtige Sperre gestellt. Sieht er halt eine Lücke. Aber gegen die starke Torhüterin ist das nicht so einfach. Sie hat viele Hände am Ball heute gehabt. Schümann, das war klasse gespielt. Einfacher Doppelpass über Jordan. Aber genauso ist man erfolgreich. Kurzes, schnelles Spiel. So hat auch Kriebitz schon ein Tor gemacht heute. 12-15. So richtig kommt der SV Kriebitz nicht ran an Pädagogik Rostock. Oh, blinder Pass von Kröger. Und Schümann hat den Ball. Und Kriebitz ja inzwischen wieder vollständig. Pädagogik nimmt das Tempo aus dem Spiel. Eigentlich genau richtig. Man führt ja. Aber es sollte natürlich nicht in solch einer Lockerheit ändern, dass man den Ball so leicht abgibt. Jetzt muss der Pass auf Reber kommen. Er kriegt den Ball nicht richtig gefangen. Das muss einfach schneller laufen. Dann hat man die Chance auf einen guten Angriff. Adam, Klasse, setzt sie sich mal durch. 13-15. Ihr dritter Treffer im Spiel. Jetzt kann man das Mikro abnehmen. Und richtig gut. Ja. Foul. Gepfiffen. Gegen Rehberg haben die Kriebitzer Zuschauer anders gesehen. Aber weiter geht's.
Und ich möchte den Zuschauern hier in Emotionen auch ein wenig widersprechen. Der Schiedsrichter, der ist nicht böse, der macht nur seine Aufgabe. Ja, Pass von Kröger. Der Grund war mir nicht ganz ersichtlich. War vielleicht auch ein Doppelpass gedacht, aber es ist sehr eng, sehr dicht da. Also entweder hoch oder weiterspielen. Kröger aus dem Stand, Biermann mit der Hand am Ball und der Tempo-Gegenstoß läuft. Oh. Und wenn das... Da hat sie die Hand dran. Strengere Auslegung geht sie dafür auch 2 Minuten runter, Sophie Ehlers. Da sage ich bei strengerer Auslegung. Da ist sie schon unten. Gelbe Karte hatte sie schon. Lass sie sich nicht beschweren. Wenn wir die Verletzungsunterbrechung haben für Pädagogik Rostock, ist zumindest wieder auf den Beinen. Aber das sieht ganz arg danach aus, als wenn das Ziel, sich heute nicht zu verletzen, nicht ganz in Erfüllung geht für Pädagogik. Dürfte Jasmin Sintarek von ihrer Schwester mit vom Feld geholt. Regine Lange jetzt erstmal mit in der Partie. Das ist jetzt ein Schock für Pädagogik Rostock. Der zwei Wirkungen haben kann. Lähmung oder extreme Motivation. Und Kerstin Schumann macht das Beste draus, macht den Treffer. 13-16, nicht gut zugegriffen in der Abwehr. Kriebelt jetzt mit einem Spieler weniger. So viel Elias ja mit 2 Minuten. Vorhin lief das ganz gut. Da hatten sie viel Schwung. Tanja Rebeck macht das an sich gut, auch wenn sie ja wahrscheinlich einfach wehgetan hat. Es geht ein wenig Zeit runter, ja? Von der Uhr, von der Zeitstrafe von Sophie Ehlers. Aber Krebitz braucht Tore, 3 insgesamt. Müsste wieder rankommen. Und die Worte von Rika Adam dürfen wir im Öffentlich-Rechtlichen, also im Bürgerfernsehen, nicht wiedergeben. Können sich denken, in welche Richtung das ausgeschlagen hat. Und guter Ballgewinn von Martina Prestin. Aber jetzt müssen wir es konsequent zu Ende spielen. Nicht passiert. Holen sie einmal neu aus. Und sie spielen die 4 plus Kreis Variante. Machen das Spiel also sehr eng. Ja, und Rehberg aus dem Stand, ohne Vorbereitung, viel zu früh abgeschlossen. Da muss man die Uhr eigentlich runterspielen, bis man wieder voll ist. Nicht passiert. Da fehlt die Ruhe, vielleicht auch ein bisschen die Cleverness.
Und Sophie Ehlers wieder im Spiel. Und Rehberg erfolgreich gegen Lange. Und jetzt bin ich mal gespannt, die Privatbewacherin von Sophie Ehlers ist raus und Sandra Nitsch übernimmt das jetzt. Und das macht sie gut. Zumindest für den ersten Ball. Starker Ball von Stefanie Zitarek. Läuft die halb durch die ganze Abwehr und legt ihn dann in die lange Ecke. 13, 17. Und der Krüger jetzt wieder aus dem Spiel. Christine Dettmann wieder mit hinein. Neuen Impuls setzen. Wir haben den Schwung, den aufholenden Schwung aus der ersten Hälfte nicht mitnehmen können. Der ist von Krewitz, macht jetzt ein Tor. Sarah Reschka, ihr erster Treffer. 14-17. Viele haben Hoffnung geäußert auf diese zweite Halbzeit hier in der Halle. Bisher sehe ich die noch nicht begründet. Adi Rehberg. Und noch ein Dian dabei, Sophie Ehlers. Da wollen sie unbedingt spielen. Da muss sie selber gehen. Und da ist sie dann etwas spät und dann gibt es den 7 Meter. Gegen Jordan. Und? Nee, es wird nur die Zeit angehalten. Wegen des Torwartwechsels. Hat ja Ex. Kommt jetzt für den 7 Meter. Oh, der Ball nicht drin an die Latte und wieder raus. Goldere nicht gehalten, aber das kann sie trotzdem für sich verbuchen. Ada mit Glück. Treffer 4. Aber der Ball abgefälscht. Aber es wird ihr egal sein. Treffer 4. Ada macht die Spielerin, die Krewitz zum Unentschieden gegen Eintracht Rostock geschrien hat. Oh, das ist zu einfach. Sandra Nitsch. Treffer Nummer 4, zweiter aus dem Feld, 2 per 7 Meter. Zu viel, das war's für ein Wurf. Ja, Handball kann so einfach sein. 16-18. Treffer 8. Von Sophie Ehlers. Und Ballbesitz für Krewitz. Tempo Gegenstoß, nicht genug Tempo. Ah doch, er kommt an. Biermann hält den Ball von Dettmann. Die Bälle müssen natürlich rein, wenn man aufholen möchte. Regine Lange was abbekommen von Kadi Rehberg. Aber das geht weiter. Na,
Ja, das war einfach gespielt. Anne Nickel mit dem Treffer. 16-19. Ja, Trainer von Pädagogik Rostock, Roman Winter, hat vor dem Spiel gesagt, Kriebitz ist mit die kompakteste Mannschaft der ganzen Liga. Das kann man heute an seine Mannschaft so zurückreichen. Mal ein gutes, kompaktes Spiel. Und führen deshalb auch verdient mit 19-16. Ehlers gibt Eckball, hat sie Glück. Meiner Meinung nach war Biermann dann noch dran. Aber sie beschwert sich nicht. Auszeit genommen vom SV Kriebitz. Mal schauen, ob wir ein bisschen mitlauschen können. Jede nach seinen Möglichkeiten und Kampf, nicht mehr schön spielen. Dieses Spiel ist nur über den Kampf zu gewinnen. Das ist die Vorgabe von Trainer Robert Wolf. Und wie es mir aussieht, also könnte Jasmin Zitarek vielleicht sogar wieder ins Spiel zurückkommen. Wäre eine gute Nachricht. Wenn sie wieder spielen kann, kann die Verletzung nicht so... Ganz starker Pass von Kröger. Und dann ist sie am Kreis völlig frei. Martina Pressin. Genannt Tinsche. Mit dem 17-19. Da sieht man, dass es ab und zu geht. Und jetzt geht so viel Elas raus. Als 5-1. Gar keine schlechte Idee eigentlich, mal abgesehen davon, dass er den 2 Minuten ein wenig aus dem Weg geht. Eine bewegliche Spielerin ist, die das spielen kann. Aber vor allen Dingen schnell und abschlusssicher ist, was die Konter angeht. Es gibt 7 Meter. Reber erhält den Ball zwar von Stefanie Zitarek. Ah, nee. Nein, korrigiere. Elke Jordan. Zitarek. Im Rückraum und Schönmann macht das sicher. 5 der 7 Meter, 4. Treffer für Pädagogik Rostock. Ja, fast ein leichter Ballverlust. Den kann sich Kriebitz nicht mehr erlauben. Es sind noch 9 Minuten zu spielen. Ehlers, klasse! Sie hat die Wurfsicherheit, die Kriebitz momentan braucht. Nummer 9. Das Experiment mit Ehlers in der Spitze abgebrochen. Nach dem ersten Versuch. Rehberg jetzt davor. Schlechte Idee, das Kreisanspiel. Und Kröger mit dem Pass. Und das Tor für den SV Kriebitz durch Anerga. Sie wird Strohwitwe genannt. Wir fragen nicht weiter nach. Und Schümann mit dem Versuch etwas halbgar. Und plötzlich, siehe da, 19-20. Auszeit hat scheinbar etwas gebracht. Und schon mal Glück, dass sie den Ball wieder bekommt. Oh,
Oh, schlechter Pass. Tempo-Gegenstoß wird es da nicht geben. Aber Krivitz jetzt mit Tempo. Die Idee des Passes ist gut. Und jetzt gibt es 2 Minuten gegen Sandra Nitsch. Hört hier niemanden auf den Rängen. Ganz fisch. Ganz verstehen kann ich es nicht. Was ist ein Ballbesitz für Pädagogik Rostock? Ja, sich jetzt festmachen lassen. Die Zeit runterspielen. Der Gegner möglichst nicht mehr am Ball kommen. Oh, das war unclever. Es gibt Freiwurf, kein 7 Meter. Auch da hätte man durchaus 7 Meter 2 Minuten geben können, aus meiner Sicht. Glück für Krivitz. Tade. Zu dritt gegen den Kreis, so kriegen sie aufgehalten, passives Spiel angezeigt. Und Schümann, jetzt können sie noch mal stellen. Wer soll es denn jetzt sein? Sitarek wird den machen. Nee, sie spielen hier außen raus, aber sie muss gehen, sie muss den werfen. Sie muss ihn werfen. Muss sie selber gehen, die gute Viktoria Lebknecht, und stattdessen Rehberg scheitert. Richtig von Biermann. Geschwindigkeit aus dem Spiel nehmen. Pädagogik Rostock noch in Unterzahl und in Führung mit einem. Man merkt jetzt die Spannung hier in der Sporthalle Neustadt. Und Familie Kröger drückt hinter uns die Daumen. Blindes Anspiel und dann den Ball nicht gefangen. Es ist ja zum Mäusemelken, wird sich der Trainer Roberto Wolf denken. Krivitzer Seite. Die Möglichkeit, hier den Ausgleich oder gar die Führung zu machen, die hatte Krivitz schon. Jetzt macht sie es mal richtig, bekommt Freiwurf wieder. Das hat Viktoria Liebknecht das auch schon vorher machen müssen. Anne gar etwas zu zögerlich. Mit ein bisschen Schwung wird da viel machbar. Jetzt passives Spiel angezeigt. Jetzt muss sie selber, klasse. Von Rehberg. Elas. Elas, wenn nicht über Elas wohnt, dann. Und dann geht der Ball gegen den Pfosten. Es gibt keinen Freiwurf. Obwohl, in so doller Bedrängnis. Wolf unten in Rage. Ehlers schüttelt nur den Kopf, spielt weiter. Richtig, und Schümann jetzt mit der Chance und dem Tor für Pädagogik Rostock. Hat sie ein bisschen Glück, aber sie setzt sich auch gut durch. 2 Tore Führung. Gut gespielt, Kröger. 7,02 Meter. Die gibt es. Für Regine Lange. Rika Adam soll es jetzt richten. Die Mannschaftsführerin geht zum 7-Meter-Strich. In das Spiel. Bleibt spannend.
Siebter Siebmeter, fünfter Treffer, fünfter auch für Rieke Adam. 3,5 Minuten noch. Liebknecht traut sich wieder nicht. Da eigentlich viel Platz auf der linken Seite. Sitara sichert den Ball, das ist gut. Schümann. Es gibt Einwurf. Schlechter Einwurf. Und die Chance für Kriwitz jetzt zum Ausgleich. Noch 3 Minuten und die Chance für den SV Kriwitz zum 21:21. Wir sind in Überzahl. Sie müssen es nur ausspielen. Einfach gesagt. Das und der Ausgleich von Martina Pressin. Adam will jetzt die Halle mitnehmen. Zweieinhalb Minuten noch. Gut von Rehberg. Und Kröger auf dem Weg zur Führung. Für den SV Kriwitz. Und zwei Minuten. Ist die ganz dicht oder was? Es gibt Rot. Jawohl! Es gibt Rot gegen Stefanie Zitarek. Beim Tempo-Gegenstoß darf sie nicht so hingehen. So, von Kröger geht es weiter. Und das ist eine rote Karte mit Folgen. Das ist eine rote Karte mit Bericht. Und das bedeutet 2 Spiele Sperre für Stefanie Zitarek. Ja, die Aufklärung jetzt auch für beide Trainer. Rote Karte mit Bericht. Und jetzt Rieke Adam. 7 Meter zur Führung. So ist es. 22:21 für den SV Kriwitz. Und das ist etwas, was sich nicht abgezeichnet hat in diesem Spiel. Also sie sind jetzt 2 Mann mehr. Kann Pädagogik noch einmal was gegensetzen? Sie bewegen sich viel, machen das gut. Voll werden sie auf jeden Fall nur noch ein paar Sekunden in diesem Spiel. Jawohl! Aber zumindest, genau, Regine Lange, da kommt sie gerade. Zu 5 können sie jetzt erstmal noch spielen. Ein Tor und alles ist drin. Alte Rehberg hat aber den Ball gehalten und Jordan sichert den Ball. Aber Schümann ist es, glaube ich, die da liegen geblieben ist. Wir stehen wieder. Zum Glück die Mannschaftsführerin von Pädagogik Rostock, Kerstin Schümann. 1,5 Minuten noch. 22:21 für Kriwitz. Und Rehberg hat auch diesmal ein Bein am Ball. Das Knie wird es gewesen sein. Und jetzt wird es besonders hart. Für Rostock. Ja, ein ganz tolles Spiel gemacht haben. Die auf einen Punkt geschielt hätten und den hätten sie auch mindestens verdient. Eine Minute ist noch. Vielleicht bekommen sie ihre Chance ja auch noch. Aber erstmal der SV Kriwitz. Mit einem Tor können sie hier doch, denke ich, den Deckel drauf machen. Rehberg. Schön aus rausgespielt. Das ist richtig gespielt. Das ist das Tor für den SV Kriwitz.
Tor Janneke. Die Strohwitwe. 23-21. Nochmal toll gespielt, Jordan. Es gibt 7 Meter und 2 Minuten. Und 2 Minuten gegen Rieke Adam. Auch das richtig. Dann, damit ist das Spiel für Adam beendet. Wir spielen 5 gegen 5 zu Ende. Und wer weiß, was da noch geht. 3 Sekunden sind noch. Nancy Retit. Nein, Gerstin Schümann. Wird jetzt antreten zum 7 Meter. Wenn der drin ist, ist auch nochmal die Chance für Rostock da. Aber dann nur mit Manndeckung. Schümann macht den Treffer. 7 Meter. 5. Treffer. 6. 7 Meter. 5. Treffer. Aufregend dieses Spiel. Rehberg macht das gut, macht das richtig. Zeit wird gestoppt, 11 Sekunden noch. Oh, und Kribitz will nicht mehr abschießen, sie sollen spielen. Natürlich. Ehlers. Klasse. Und der Ball ist zwar drin, aber vorab gepfiffen und das Spiel ist aus. Das Spiel ist aus. Und am Ende gewinnt der SV Kribitz. Etwas glücklich. Gegen Pädagogik Rostock. Mit 23-22. Das Spiel ist vorbei. Kribitz gewinnt am Ende knapp mit 23-22. Bei mir nun Sophie Ehlers. Hast ein bisschen Pech, dass du Handball spielst. Im richtigen Leben nennt man das Stalking, was Rostock da gemacht hat, richtig? Korrekt. Ja, man hat immer wieder versucht, dich gerade aus dem Spiel zu nehmen. Wie fühlt sich das an? Man ist ja ein bisschen hilflos da zurückgestellt. Ja, auf jeden Fall. Also man fühlt sich erstmal absolut in die Mangel genommen. Das macht absolut keinen Spaß. Aber ich finde, meine Mädels haben es trotzdessen gut gemacht. Ja, letztendlich sprang auf jeden Fall ein Sieg raus. Wann habt ihr wirklich angefangen, oder du jetzt speziell, direkt angefangen daran, es zu glauben? Weil das sah lange nicht so aus. Als Kadi Ohl kam. Sie kam und dann ging Ruck durch die Mannschaft, die Abwehr stand. Und das war für mich so der Punkt, wo ich wusste, jetzt geht's bergauf. Ja, und dass es am Ende dann noch reicht, das war ja doch reichlich knapp. Und müssen wir sagen, ohne die Zeitstrafen, die sicherlich berechtigt, gewinnt ihr das Spiel hier nicht. Kann man sehen, wie man will. Apropos Zeitstrafe, du hast ein bisschen Glück gehabt beim Konter.
Das sah böse aus, als es war. Gut, das lassen wir so stehen. Gratulieren dir zum Sieg und danke fürs Interview. Bei mir habe ich nun beide Trainer nach einem knappen Spiel. Ich möchte mich zuerst an den Heimtrainer wenden, Roberto. Tief durchpusten, ein bisschen Glück gehabt. Also viel Glück, Riesenglück. Also ich muss sagen, ich habe hier heute eine ganz, ganz starke Pädagogikmannschaft gesehen. War leicht verändert vom Spielsystem her wie im Hinspiel, wo es uns etwas leichter gemacht wurde. Und man hat gemerkt, dass die Mannschaft sich im Laufe der Saison entwickelt hat und nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Und wir haben arge Probleme heute gehabt, das Ganze zu bewältigen. Und das hat man gesehen über fast 40, 45 Minuten, welchen Krampf wir teilweise hatten. Sicherlich auch das Pech beim, ich glaube, 15 Pfostenwürf oder Lattentreffer. Nachher kommt natürlich die gesunde Härte dazu. Teilweise ein bisschen übertrieben, ein bisschen zu hart. Auch teilweise etwas schlecht eingeschätzt von den Schiedsrichtern. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, wir haben verdammt viel Glück gehabt. Trotzdem tolle Leistung von Pädagogik. Ja, wir haben vor dem Spiel gesprochen. Du sagtest, Kriebel ist eine der kompaktesten Mannschaften in der Liga. Heute habt ihr durch Kompaktheit wirklich überzeugt. Kann man dieses Kompliment mitnehmen oder überwiegt jetzt die Traurigkeit? Es überwiegt natürlich der Ärger, hier keinen Punkt mitgenommen zu haben. Ich denke, dass wir über 45 Minuten mindestens gleichwertig waren. Ich sage auch, es kam in der Schlussphase ein bisschen das Pech dazu. Die Verletzung meiner wichtigen Spielerin und nachher die rote Karte gegen, wo ich die Sache ein bisschen anders sehe. Ja, trotzdem Glückwunsch an Kriwitz. Sie haben sich nicht aufgegeben, auch als sie 4 Tore hinten lagen und haben das Spiel durch Kampf noch drehen können. Bisschen Pech für uns in der Schlussphase mit 1-2 Fehlabspielen. Ja, und dann kann man natürlich nicht gewinnen. Ja, das Ziel vorm Spiel, einen Punkt mitnehmen und sich möglichst nicht verletzen. Das hat nicht ganz geklappt. Wie schlimm sieht es denn aus? Also ich kann es noch nicht sagen, das Knie ist dick. Aber für die nächsten beiden Spiele, die ja jetzt im Wochentakt kommen, also nächstes Spiel denke ich noch nicht, zumal die andere Spielerin mit der roten Karte ja auch noch eine Sperre bekommt. Also ich bin heute eher ein bisschen gehandicapt nach Hause geschickt worden. Ja, von uns erstmal, vom Team des Schweriner Fernsehens erstmal gute Besserung an die verletzte Spielerin. Ja, Roberto, er sagte gerade, durch den Kampf, das war genau das, was du in der Auszeit gesagt hast. Über den Kampf des Spiels kann man das Spiel schön spielen, einstellen. Ja, das war das einzige Mittel. Du konntest hier nicht mehr schön spielen, weil es wurde viel versucht, es wurde auch viel gescheitert am Torhüter, die wirklich sehr, sehr gut ist. Und natürlich auch am Blech da, was da drum rumhängt. Deswegen war eigentlich die klare Ansage, ihr müsst jetzt Kampfschweine werden und ihr müsst in die Tiefe stürzen und versuchen, euer Heil in der Flucht zu suchen, ganz einfach. Und ich muss sagen, das muss ich jetzt auch mal ganz deutlich sagen, in den letzten 2-3 Spielen, wo unsere Katharina Kröger zurück ist, nach ihrem Kreuzband, es ist eine Befreiung für mich als Trainer, weil sie unheimlich viel auch im Spiel einwirken kann auf die Spieler selber, wo ich oftmals keine Bindung mehr habe. Muss ich echt Hut absagen und ich bin froh, dass ich sie habe. Ja, das wird sie sicherlich gehört haben. Pädagogik Rostock noch 2 Spiele, haben es gerade angesprochen. Wie sieht die Zukunft aus jetzt bei Pädagogik? Ein Ausblick auf die nächste Saison. Ich denke, dass wir auch nächste Saison wieder eine funktionierende Mannschaft zusammenbekommen. Ja, das hört sich doch gut an. Dann hoffen wir Sie nächstes Jahr wieder wohlbehalten hier zu sehen. Mit hoffentlich voll einem Kader voller gesunder Spielerinnen und viel Glück für den Rest der Saison. Danke. So, Roberto, wir machen noch einen kleinen Ausblick auf das Final Four. Es findet in Schwerin statt, also hier in der Gegend. Was habt ihr euch vorgenommen? Also wir haben uns nicht allzu viel vorgenommen. Es ist ein Spiel wie jedes andere. Pokale haben ihre eigenen Gesetze. Klar haben wir das leichteste los mit dem Staffenhagener SV. Sicherlich unsere Zielvorgabe ist, wir möchten ins Finale, wir möchten Grün-Weiß ein bisschen ärgern. Der Sieg geht nur über Schwerin, das ist klar. Aber ich denke mal, dass unsere kleine Stadt Kriwitz die Ola mieten wird und ich glaube, in großer Zahl in Kriwitz in der Halle, in der Reiferbahn auftauchen wird, um uns tatkräftig zu unterstützen. Wir wollen, wie gesagt, das Halbfinale gewinnen und wollen uns ins Finale spielen. Ja, wir werden uns das Ganze angucken, wir werden das verfolgen, wünschen dabei viel Glück. Bedanke mich bei beiden Trainern fürs Interview. Und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Sendung von Sport in Schwerin.